Dann lass mir einfach mal den Dreh weiter. Und jetzt wollen wir mal da abheben, Alter. Warum immer dieser Obdachlose? Der nervt, Alter. Ist das jetzt etwa ein Bug geworden oder warum klingelt ganze Zeit immer das Handy? Der Obdachlose. Nee, Brian Marin möchte plaudern. Ich kenne die gar nicht, aber... Ach ja, was weiß. Mir egal. Es ist immer in seinem Leben eigentlich das mit die Kontakte, das bleibt ihm überlassen. Computerspiele spielen. Ich weiß nicht, die ist voll süchtig geworden, die Elena schon. Ich wollte nicht, dass sie eine Gamerin wird, sondern eine ganz normale Mutter. So, ja. Was will sie denn? Fruchtpastete mit Wassermelone essen. What the fuck? Müll rausbringen. Weißt du was? Da kannst du wenigstens etwas tun. Und zwar den Müll rausbringen. Wenn wir wenigstens etwas erfüllt, 250 Lebenszeitpunkte bekommen wir dann wieder. Hä? Wie kann bitte ein Mülldings hin? Ach so, ja, elektrisch. Oh. Du musst leider aufhören zu plaudern. Tut mir leid, Martin, aber du musst leider jetzt daran. Ellen hat wieder Urlaubsgeld erhalten. Ach ja. Oh, warte, halt, 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 halt. Ich will nämlich nichts riskieren. So, ich speichere mal kurz, weil ich möchte nämlich nichts riskieren, dass der Martin jetzt nachher gleich stirbt oder so, weil jedes Mal denke ich immer bei irgendetwas Elektrischen, da wird er sterben oder so. Und das könnte ich nicht ertragen. Deswegen müsst ihr euch jetzt kurz einmal gedulden. Ne, der Ladebalken da, ja, der ist ja immer sehr spannend. Aber Gott sei Dank habe ich ja einen super Gaming-PC. Das heißt, das Speichern wird da jetzt nicht allzu lange dauern, wie bei schwächeren Laptops oder bei schwächeren PCs. Da dauert es natürlich na, auch ein bisschen länger. Naja, beziehungsweise, ich nehme jetzt dann schon seit über 2 Stunden auf. Da ist na klar, dass er doch länger braucht zum Speichern. Computer wieder ein bisschen ausgelastet. So. Alter, der hat schon einmal schneller gespeichert. Wenn ich privat Sims 3 spiele, also bei einem anderen, ne, ein anderes Spiel halt eben privat, dann speichert er viel schneller. Das kann wegen der Aufnahme, glaube ich, gar nicht liegen. Schnarch. Lade schneller, Alter. Komm schon, Sims, lade schneller. Die Zuschauer wollen etwas sehen. Ja, das hat halt eben... Ah, jetzt können wir endlich. Super. Jetzt kannst du reparieren. Hat ungewöhnlich lang gedauert. Alter, wo noch der ganze Müll drin ist. Boah, es muss ekelhaft sein, irgendwie. Aber, ja genau, sie war ja die Müll raustragen. Und sie will baden gehen. Können wir ja dann nochmal erfüllen. Ach, schmutzige Windel hat er gehabt. Genau, und er wollte ja was essen. Er wollte was essen. Ach du Scheiße. Nein, das Baby kommt. Scheiße, das kennen wir ja schon alles. Aber das Baby kommt. Fuck, Scheiße. Okay, warte mal ganz kurz. Jetzt müssen wir abgesetzt werden. Einfach so, das geht nicht. Lukas ist doch ganz hungrig. Was? Warum muss immer alles so etwas... Nein. Schnell ins Krankenhaus. Schnell ins Krankenhaus. Baby im Krankenhaus bekommen. Alter, warum muss so etwas immer passieren? Warum muss so etwas immer passieren, wenn... Ja. Am unglücklichsten Zeitpunkt. So, jetzt geh doch mal weg, Alter. Die bekommt ein Baby. Warte. Oh, Baby, Baby, Baby. Ja, Alter. Bleib einfach zu Hause und kümmere dich um Lukas, bitte. Ja, genau. Guter Martin. So, und jetzt dann fahren wir schnell ins Krankenhaus und bekommen das Baby. Alter. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Ob wir jetzt dann, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich hoffe, ein Mädchen, weil nachher ist es ein bisschen abflugsreicher. Obwohl ich könnte mir eigentlich auch gut vorstellen, dass es ein Junge wird, weil dann kann ja Lukas, ne, hat einen Kumpel, ein guter Bruder und so weiter. Ach ja.
Es entwickelt sich alles so schön. So. Okay, ab ins Krankenhaus. Ach du Scheiße. Aber der Vater kann halt eben, wie gesagt, diesmal nicht mit wie beim ersten Mal, weil ja. Er muss ja auf Dings aufpassen. Du kannst Lukas nicht alleine zu Hause lassen. Ein Babysitter muss auf ihn aufpassen. Ja, hier bleiben. Habe ich doch gesagt. Okay. Bisschen vorspulen. So, Glückwunsch. Yay, geil. So. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Eine glückliche Mutter und seine reibungslose Schwangerschaft sind die besten Voraussetzungen für ein zufriedenes Kind. Ja, ich wollte eigentlich, ich habe gerade vorher nichts gesagt, aber ist ja wurscht. Ja, wohl, ich wollte was sagen, und zwar, dass wir ja schnell vorspulen, weil sonst hätte das jetzt länger gedauert, ja. Okay, auf jeden Fall, da die Schwangerschaft von Elena so gut verlaufen ist, darfst du dir zwei Merkmale für dein kleines Mädchen aussuchen. Ach, wie geil, es ist doch ein Mädchen geworden. Wie möchtest du es nennen? Boah, ein Mädchennamen. Boah, Mädchen, Mädchen. Boah, was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Lilly zum Beispiel könnte doch gut passen. Jawohl, Lilly. Lisa. Irgendeinen kurzen Namen habe ich eigentlich gedacht. Oder Sarah. Sarah. Lukas Sarah. Lukas Sarah Lilly. Ja, weißt du was? Sarah. Einfach Sarah. Einfach spontan habe ich mir das überlegt. So Sarah. Perfekt. Und jetzt können wir noch Merkmale aussuchen. Athletisch. Ich weiß nicht. Man kann überhaupt kein Baby vorher eigentlich beurteilen. Weiß ich nicht, das geht eigentlich nicht. Begeistert. Böse, ne, böse ist sie nicht. Chaotin, diszipliniert, Einzelgängerin, freundlich. Freundlich auf jeden Fall. Und noch. Und noch, liebt die Natur. Sarah. Virtuosin, ja, das kann man jetzt noch eigentlich noch gar nicht sagen. Boah, schwierig. Ich sag einfach mal, sie ist. Sie liebt die Natur. Ja, freundlich und liebt die Natur. Perfekt. Oh, süß. Alter, Sarah. Hier ist die Sarah. Oh, süß. Das ist doch einfach mal das, ne? Also das. Alter, wie geil. Sarah ist jetzt auf der Welt. Ich weiß, ich sag das immer tausendmal, diese ganzen unglaublichen Sprüche und so weiter, aber das ist nun echt mal wert. Martin Williams hat soeben die Erfahrung gemacht, ein Baby zu bekommen. Elternschaft ist ein wichtiges Erlebnis, das allen Sims widerfahren sollte. Und auch ihr. Geil. Es ist ein Mädchen. Glückssehnte kleine Mädchen sind ein Gewinn für jede Familie. Cool. Ja, dann fahren wir mal nach Hause. Und da ist Sarah Williams. Cool. Ja, Lukas, da kannst du dir mal deine neue Schwester begrüßen. Ach, wie cool. Das finde ich so cool. Schon wieder Freundschaft, Alter. Ich weiß nicht, was mit dem Kevin und mit dem Martin los ist zwischen den beiden Freundschaften, aber. Außerdem hat er eh gerade telefoniert einmal vor kurzem, ne? War das nicht heute Abend oder so? Keine Ahnung. Egal. Sarah ist da. Das ist das Wichtigste. Sarah, Sarachen, Sarachen. So, der Lukas wird sich jetzt wundern, ne? Die müssen sich jetzt dabei ein Zimmer teilen. Oder würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, sie ist doch ein Mädchen. Sie bekommt jetzt das andere Zimmer. Treffen? Wohin denn treffen? Nubi nu. Einfach nach Hause gehen. So, geil.
Sie sind beide zu Hause, cool, und Sarah auch. Ach, die sieht so süß aus. Ja, jetzt dann. Moment mal ganz kurz. Das stellen wir wieder raus. Und jetzt müssen wir ja für Sarah ein eigenes Zimmer gestalten. So, für Lukas habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, machen wir wirklich ein Jungs- und Mädchenzimmer, ne? Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen. Es könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Ja, Wände. Nein, nicht Wände, sondern Wändeaufstriche. Und zwar in Blau. Typisches Blau für Jungs, ne? Und eher mehr so ein Rosa mache ich für Mädchen. Das passt dann irgendwie schon. Es sind doch alle irgendwie so komisch. Das sieht doch cool aus. Da kann man da entscheiden, bitte die ganze Wand. Nicht einzeln die ganze Wand. Manchmal ist Sims so verloren, Alter. Okay, cool. Jetzt ist das blau. Und jetzt noch der Boden. Natürlich auch einen ganzen Raum. Da würde ich dann auch. Ja, so etwas ist cool, oder? Oder doch etwas, so etwas. Ja, das würde auch gut zu dem Baum passen, Alter. Warum eigentlich nicht? Alter, ich gebe mir das jetzt fett, Alter. Gebt euch das fett, sieht doch voll cool aus. Sieht auf jeden Fall echt nice aus. Das ist jetzt das Zimmer. Und jetzt machen wir noch eins für die, ja, für die Sarah halt eben. Da beginnen wir mit den Wänden. Ein Rosa. So. So ein Rosa. Weiß ich nicht. Boah, so eins wäre auch schön. Also entweder das da oder das da. Aber ganz ehrlich, nehmen wir das da unten. So, rosa Wand und jetzt noch ein bisschen rosanen Boden. So, rosa, rosa, rosa. Genau. Oder? Alter, ich kann das gar nicht so richtig erkennen, weil nämlich das Licht aus ist. So, jetzt kann ich es erkennen. Okay. So sieht also das Schlafzimmer bei ihren aus. Ja, geil. Ist ja voll nice. Hä, wieso ist denn da eigentlich... Wieso ist das Fenster so nahe? Das gehört doch hier hin. Genau wie bei Lukas, komisch. Ist das so wahr? So, und jetzt würde ich einfach mal sagen, hier tun wir ein bisschen möblieren darinnen. Für die Sarah noch. Ne, ich würde sagen, das passt doch, oder? Für sie. Oder passt die Wand nicht? Ich weiß nicht, mit der Wand bin ich irgendwie so unzufrieden, weil es passt irgendwie ja nicht mehr zum Boden. Es gibt doch bestimmt viel Schöneres noch. Nee, mehr rosa. Boah, Alter. Ah, hier. Das zum Beispiel würde euch echt super passen, Alter. Oder das hier. Boah, das sieht echt voll nice aus, Alter. So mit Blümchen.
Aber es geht wiederum nicht. Genau, das haben wir schon gehabt. Ganz ehrlich, ich würde sagen, ich bin dafür, dass wir das nehmen, ne? Sieht doch echt nice aus. Perfekt, dann gehen wir zurück in den Kaufmodus. So, Möbel brauchen wir erst einmal. Ein Bett für die Sarah, natürlich auch rosa. Stellen wir erst einmal hier hin in die Mitte. Wie beim Lukas. So, dann brauchen wir natürlich auch eine Gehhilfe für sie. Stellen wir alles so circa gleich hin wie bei ihm. Dann unten natürlich auch etwas, dass wir da essen können zusammen. Ach, der Lukas ist gerade unten. Der wird sich aber freuen jetzt gleich. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Ach, ist das süß. Wie, kann ich das jetzt auch schräg hier irgendwie hinbauen? Ja. Ja, aber dann ist ja, so geht's auch. Na ja, schade, jetzt kann ich das gerade irgendwie nicht wegbewegen, weil gerade Lukas drin sitzt. Aber sonst können wir doch so daneben noch essen, die beiden zusammen. Wäre doch voll cool. Oh, so süß. Das ist echt voll süß. So, jetzt dann brauchen wir noch eine Toilette. Ne? Sind zwei Toiletten oben, ne? Ja, genau. Okay, weißt du was? Na, unten geht sich keine Toilette mehr aus, oder? Nee, leider nicht. Das heißt, wir machen da oben aber auch noch eine Toilette für Sarah hin. Babyklo, Alter, das ist voll genial. So geil. Brauchen wir jetzt noch irgendetwas an Möbeln? Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Jep, und jetzt brauchen wir halt eben noch Spielzeuge. Halt eben auch so eine Bau- und Malsachen-Dingsbums. Nur für sie habe ich gedacht, einen anderen war Teddybär. Oder nehmen wir einfach auch einen normalen Teddybär. Nur halt eben in rosa natürlich, ne? So. Teddybär. Cool, jetzt machen wir alles voll in rosa, so richtig Barbie-Style-mäßig, Alter. Alter, das wird so richtig rosig.